Hallo meine Lieben, ich habe mir heute mal vorgenommen, mein Tages-Make-up aufzutragen. Und zwar wollte ich euch das gleich mal zeigen. Ich hatte mir ja letztens bei Rossmann von Maybelline diese Foundation gekauft. Und zwar die Dream Satin Liquid in dem Farbton 30 Sand. Das war ja dieser hier. Und ich wollte den heute gerne mal ausprobieren und habe mir gedacht, das mache ich gleich mal mit euch zusammen. Dann könnt ihr nämlich auch sehen, wie der so ist, wie er sich auftragen lässt. Und ich werde auch dazu diese beiden neuen Pinsel mit in Einsatz bringen von Rossmann mit diesem Holzgriff und den Pinsel aus der Glossy Box Special Edition in der Weihnachtsedition. Den habe ich auch dabei. Ansonsten werde ich nur Essence-Produkte benutzen, wie ihr sehen werdet gleich. Und ich finde, die sind sehr schön, aber ihr könnt euch das mal selber anschauen am Ende. Ich fange einfach mal an und wir legen mal mit der Foundation los. Ich mache mir hier so zwei Pumphübe auf den Handrücken und nehme den Pinsel und arbeite das so ein bisschen in den Pinsel ein. Wie ihr sehen könnt, so mache ich das, bis alles so im Pinsel drin ist. Und dann trage ich das erstmal ein bisschen auf mein Gesicht auf und fange dann an, das zu verteilen. Ich habe keinen Primer drunter heute. Ich werde einfach nur die Foundation auftragen und dabei könnt ihr mir einfach mal zuschauen und dann wisst ihr auch gleich, wie sie aussieht. Ich war ja den Tag schon begeistert und habe gesagt, sie ist auch eigentlich leicht deckend. Sie ist nicht matt, das kann ich euch versprechen. Ich bin ja nicht so für die ganz matten Foundations. Weil ab einem gewissen Alter legt sich das dann so in die Falten, dass man am Ende wirklich jede Falte sieht, gerade wenn alles matt gemacht wird. Ich habe das letztens ausprobiert. Von P2 hatte ich mir eine Foundation geholt, die ich am Ende zurückgebracht habe, weil es einfach nicht ging. Es sah unmöglich aus. Ich sah noch 10 Jahre älter aus. Und das ist immer das, wo man gucken muss, wenn man sich ein bisschen schick machen möchte und kauft sich eine Foundation in der Drogerie. Und hat jetzt nicht vielleicht so die Beratung wie in einer Parfümerie, wo man vielleicht noch den Tipp bekommt, nehmen Sie nicht dies oder das. Ich weiß es nicht, bin bei uns in der Parfümerie auch nicht so begeistert. Die geben auch nicht die besten Tipps ab. Jedenfalls, dann würde ich einem immer raten, so ab, ich weiß nicht, ab 40 irgendwo geht es ja los, dass man hier überall so leichte Falten, Krähenfüßchen bekommt und alles. Und je matter die Foundations dann natürlich sind, umso mehr legen die sich in die Falten rein. Und auch hier oben die Stirnfalten. Und ich gerade so ein bisschen Satinglanz finde ich hier in diesem Bereich natürlich unheimlich toll. Es macht die Haut nicht alt. Im Gegenteil, alles, was so ein bisschen Glanz abgibt, macht ja doch so eine gewisse Jugendlichkeit. Das heißt, immer wenn man so einen leichten Glow auf der Haut hat, dann wirkt das Ganze schon viel jünger und man kann damit so ein paar Jahre so ein bisschen gut machen und man sieht halt, wie gesagt, nicht unbedingt noch so alt aus, wie man sowieso schon ist, geschweige denn sich fühlt. Okay, die habe ich aufgetragen. Ich möchte mal sagen, diesen Pinsel finde ich klasse. Moment mal, ich gebe noch mal den anderen. Ich habe ja immer eigentlich meine Foundation bisher mit diesem Ebelin-Pinsel aufgetragen. Das geht auch gut. Da hat man ja diesen Streicheffekt und danach noch den Beauty Blender. Ich werde den Beauty Blender vielleicht heute gar nicht verwenden, weil ich finde, dass dieser Pinsel das wirklich ganz gut verteilt hat und auch mal Stufenpinsel. Und ich kannte das noch nicht, habe es bis jetzt auch nur bei YouTube immer gesehen von anderen und war schon eigentlich immer mal so gespannt auf diese Pinsel. Mir waren die anderen immer noch zu teuer zum Ausprobieren und ich habe gedacht, zum Ausprobieren reicht der von Rossmann auf alle Fälle und ich finde ihn sogar so gut, dass ich ihn im Moment gar nicht austauschen werde gegen irgendeinen anderen Pinsel. Ich finde ihn toll. Gut, den habe ich genommen, den heute nicht. Und ich werde jetzt mal die Foundation wegstellen. Ich habe ja noch dieses Essence-Puder letztens mitgehabt in meinem Drogerie-Haul von Rossmann. Und zwar hatte ich mich ja hier von Essence für diesen Mosaik-Puder entschieden. Und Mosaik-Kompakt-Powder in der Farbe 01 Sunkissed. Und der sah ja so aus. Und den werde ich heute einfach mal noch auftragen, um mal zu gucken, wie der so ist. Wie sich das verbindet mit der Foundation, ob das jetzt zu matt macht, ob es am Ende nicht gut aussieht. Ich finde ihn sehr schön. Ich habe das den Tag auf dem Handrücken schon gesehen. Der ist nicht so übertrieben deckend, aber der macht ein schönes Hautbild. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich finde den schön. Der hat ja eigentlich, wenn man da so reinschaut, so ein bisschen
Man denkt, dass er so ein bisschen glitzert, aber auf der Haut kommt das nicht rüber. Das ist also genauso wie mit der Foundation eben von Maybelline. Es gibt einen einfach nur so ein ganz zartes, seidiges Hautbild, also kein glänzendes Hautbild. Finde ich schon mal sehr schön, weil zu sehr glänzen darf es ja auch nicht. Und das reicht auch jetzt schon. Also bin ich, ja, finde ich toll. Den würde ich auch immer wieder benutzen, würde ich auch wieder nachkaufen. Guck mal, ob ich mir vielleicht mal ein Backup davon hole, weil die ändern ja auch immer ihr Sortiment und hinterher gibt es den nicht mehr. Und dann hat man nochmal so einen Liebling zu Hause. Okay, jetzt haben wir das Puder aufgetragen. Ich werde jetzt mich mal an das Augen-Make-up machen. Und zwar nehme ich von Essence die Palette All That Grace. Die gab es ja irgendwann im November, Dezember auch bei DM und bei Rossmann überall auf der Essence-Theke, in der Essence-Theke zu kaufen. Und das sind ja so Farbtöne, die halten sich ja so in dem Bereich rosa, wie ihr sehen könnt. Also ein ganz heller Farbton, so ein cremefarbener, so ein leichtes Rosa und so ein Hölzer, also Rosenholzton. Und hier unten geht es dann so in die Grüntöne bis hin zu einem ganz dunklen Anthrazitton. Den haben wir ganz am Ende. Ich werde mich aber heute nur auf diese ersten drei Töne beschränken, weil auch das für ein Tages-Make-up allemal ausreichend ist. Außerdem wird es auch bei mir so, wenn ich dann in die dunklen Töne gehe, wirkt es dann echt ganz schnell übertrieben. Und dann sieht das auch im Alter absolut nicht mehr toll aus, wenn man dann so richtig dunkle Augen hat und meint, so wie die jungen Mädels das machen, das ist jetzt toll. Ich finde es nicht schön. Ich werde mal in den Tönen bleiben bis zu dem Grünton. Das habe ich auch schon mal verwendet in einem anderen Video. Aber heute werde ich nur die ersten drei Farbtöne nehmen. Im Übrigen nehme ich auch immer gerne diesen Schwammapplikator. Das hat folgenden Grund. Wenn man zu Schlupflidern neigt und auch schon Bindegewebsschwäche ums Auge rum hat und man wird immer einen Pinsel nehmen, dann springt der Pinsel und zieht nur die lose Haut eigentlich hin und her und es wird absolut überhaupt nicht gleichmäßig. Ich würde jedem empfehlen, der also schon so ein bisschen Bindegewebsschwäche hier oben hat und Schlupflider hat und auch dazu neigt, immer so einen kleinen Schwammapplikator zu nehmen. Da kann man das super mit auftupfen und hinterher nimmt man dann einfach noch einen Blender. Moment, den habe ich nämlich eben vergessen. Und zwar ist das ja auch der von Rossmann, dieser Beauty Blender, den ich noch mit dazu gekauft habe. Und ich habe mir extra einen ganz weichen rausgesucht, damit der mir auch nicht die überschüssige Haut hier hin und her schiebt. Weil das bringt absolut nichts, wenn die zu fest sind. Und dieser hier ist total weich. Aber ich fange jetzt einfach mal an und trage mal das Augen-Make-up auf. Ich fange mit der hellsten Farbe an und werde die auf das untere bewegliche Augenlid auftragen. Sozusagen da, wo der Augapfel sich befindet. Und ich lege einfach mal los. Bis gleich! So, wie ihr sehen konntet, habe ich das auch wirklich nur aufgetupft. Bitte nicht ziehen, wenn das loses Hautgewebe da oben schon ist. Es bringt absolut überhaupt nichts. Ich werde jetzt den zweiten Farbton auftragen und zwar hier im oberen Bereich. Da trage ich nur den zweiten Farbton auf, der so ein bisschen ins Rosafarbene geht. Und das mache ich jetzt auch auf beiden Seiten. Bis gleich. Habe ich jetzt auf das obere Augenlid aufgetragen. Wie ihr sehen könnt, ich gehe jetzt schon mal mit dem Beauty Blender einfach mal drüber und verteile das noch mal ein bisschen. Wie gesagt, der ist ganz weich, das könnt ihr auch gleich sehen. Ich mache das einfach mal so, das geht auch ohne Spiegel, dass ich das einfach mal ein bisschen verblende hier zusammen. Und könnt ihr das sehen? Also der ist ganz weich, der ist wirklich super, kann ich euch nur empfehlen.
auch wenn man so ein Starter-Set sucht, finde ich, ist man mit diesen drei Pinseln erstmal gut ausgestattet. Mehr braucht man gar nicht, da hat man alles, was man haben muss. Okay, ich werde jetzt mit dem Pinsel, da ist auch noch so ein ganz, ganz kleiner Pinsel mit in der Palette gewesen, damit werde ich jetzt nur in die Augenfalte hier gleich reingehen. Und dafür nehme ich jetzt den dritten Farbton, den etwas dunkleren Rosenholzton, und werde den in den Bereich einarbeiten. Okay, ich werde jetzt nochmal den Beauty Blender nehmen und das Ganze ein bisschen verblenden, wie ihr sehen könnt. Und dann vermischt sich das auch schön. Dieses Tages-Make-up mit dieser Augenlidschattenpalette ist auch wirklich nichts, was jetzt übertrieben wirkt. Damit kann man super rausgehen. Gut, es ist für abends ein bisschen wenig. Da kann man ja dann nochmal ein bisschen in die dunkleren Töne greifen. Ich würde dann aber auch nur vielleicht mit dem kleinen Pinsel nochmal in einen anderen Farbton gehen und ganz bisschen hier in die Augenlidfalte auftragen. Auf gar keinen Fall mehr. Alles andere wirkt bei älteren Menschen, wenn man älter wird, einfach seltsam. Also wenn man dann solche Leute manchmal im Fernsehen sieht, dann denkt man, na meine Güte, da hättest du auch ein bisschen weniger nehmen können. Und so ist das halt einfach. So, ich mache jetzt nochmal den unteren Wimpernkranz. Ich nehme dazu auch nochmal den zweiten Farbton, den etwas helleren Roséton, und mache das. Und danach gehe ich dann nochmal mit dem ganz hellen Farbton drüber, dass das Ganze wie so ein bisschen als Highlighter funktioniert und das Auge ein wenig aufhält. Wenn ich mit dem ersten Farbton, mit dem Highlighter, mit dem ganz hellen Ton am Ende nochmal in den inneren Augenwinkel gehe, erspare ich mir auch nochmal einen extra Highlighter. Man kann das ganz gut, die Reste, die auf dem Pinsel sind, einfach nochmal hier innen mit auftragen. Und das reicht, soll nicht zu übertrieben werden. Ich finde, dass das immer die optimale Lösung ist. Also ich brauche da jetzt keinen Highlighter oder irgendwas anderes noch. Nehme jetzt nochmal den Beauty Blender und werde das unten ein bisschen verteilen. Einfach damit es ein bisschen weicher wird. Und gehe auch nochmal hier in den inneren Augenwinkel mit rein. So, werde jetzt mich an die Wimperntusche machen, also an den Mascara. Ich habe hier von Essence auch den I Love Extreme. Ich denke mal, den kennen ganz viele von euch. Der ist ja ganz bekannt bei YouTube. Ich finde ihn auch schön. Er hat ein Gummibürstchen und der macht schöne volle Wimpern. Er verklebt aber eigentlich nicht so extrem, wie manche das machen. Ich finde, das ist so ein Mittelding. Ich mag auch gerne den von Benefit, den Roller Lash. Der macht natürlich so ganz schöne gekämmte Wimpern. Aber für dieses Make-up wollte ich einfach mal bei Essence Produkten bleiben und ich finde ihn auch ganz toll. Bis gleich.
hier sehen könnt, ist das Ergebnis wirklich schön. Er macht schöne, volle, schwarze, dunkle Wimpern. Ich finde aber nicht, dass er jetzt unbedingt verklebt. Ich komme mal ein bisschen ganz nah an die Kamera ran, dass ihr das sehen könnt. Und mache mal ein bisschen die Augen auf und zu. Er macht schöne Wimpern und es verklebt nicht. Er macht nicht unbedingt diese Fliegenbeine. Also ich finde ihn gut und für ein Tages-Make-up ist er absolut geeignet. Gut, jetzt haben wir das. Jetzt werde ich noch von Essence das Make Me Brow auftragen in dem Farbton 01. Da sind ja auch so kleine Faserpartikelchen drin und gleichzeitig ja auch ein Farbton. Das heißt, diese Farbe 01 ist ja wirklich gut so für Blondie Brows, also für blonde Härchen, blondhaarige oder auch grauhaarige, so wie ich. Finde es ein schöner Farbton, ist eine kleine Bürste dran. Zeig euch den nochmal für alle, die den noch nicht so kennen. Ich finde ihn super, ich habe ihn schon ganz oft nachgekauft und ich fange einfach mal an. Jetzt alles. Ich mache jetzt auch keinen Augenbrauenstift drauf. Ich finde immer, wenn man noch Augenbrauen besitzt, dann sollte man auch nicht so viel zupfen und unbedingt immer alles nachzeichnen. Ich finde, es sieht nicht immer besser aus, wenn man sich alles abrasiert und alles rauszupft und hinterher mit einem Augenbrauenstift beigeht und dann den Rest noch versucht, mit so einem Stift hier auszugleichen. Ich finde immer, es wirkt viel, viel natürlicher, wenn man einfach die Augenbrauen nur so ein bisschen in die richtige Richtung zupft und man dann am Ende mit so einem Augenbrauenbürstchen darüber geht und was so ein bisschen Farbe abgeht. Es ist ja auch ein Gel, das heißt, das Ganze wird so ein bisschen fixiert, auch tagsüber. Es bleibt dann auch den ganzen Tag so. Und man sollte die Augenbrauen noch immer mitmachen, weil die Augenbrauen bilden einfach den Rahmen des Gesichtes. Und wenn man jetzt sagen würde, man macht jetzt gar nichts an den Augenbrauen, dann würde dieses Augen-Make-up total rausstechen und würde sich nur auf die Augen und wieder nach oben hin beziehen. Und man muss immer überlegen, man muss hier einfach mal so ein Stift oder so ein Pinsel hinlegen und sagen, das ist der Rahmen und da gehören einfach die Augenbrauen mit dazu. Man muss es nicht übertreiben, man muss sie nicht total dunkel machen oder irgendwie hinpinseln noch. Es reicht vollkommen aus. Wenn man so einen schönen Stift hat, so ein Bürstchen, macht man damit und fixiert die Augenbrauen einfach nur in die richtige Richtung und das reicht vollkommen aus. Den Silky Touch Blush, den hatte ich ja auch mit in meinem Drogerie-Haul von Rossmann und den wollte ich euch auch nochmal zeigen. Das ist ja dieser ganz zarte, peachige Ton. Ich finde den total schön und gerade wenn man so tagsüber nur was auflegen will, was nicht so übertrieben ist und auch, wie gesagt, für meinen Hautton und meinen Haarton finde ich es absolut okay. Ich werde ihn jetzt mit diesem abgeschrägten Pinsel auftragen. Den hatte ich mir auch von Rossmann gekauft. Der ist ja speziell dafür und werde euch mal zeigen, wie das dann aussieht. So, ich hoffe, dass euch das reicht. Ich habe jetzt gar nicht allzu viel aufgetragen. Es soll ja jetzt absolut nicht tagsüber Overblush drüber kommen. Der Farbton ist sehr schön, ganz zart und dezent und man braucht wirklich nicht mehr. Ich finde den Farbton schön und ich habe jetzt auch kein Bronzing Powder drauf. Ich habe kein Contouring Puder mit benutzt. Ich möchte einfach nur heute noch so in die Stadt gehen und so soll es ganz natürlich aussehen. Und ich finde das schön. Ich habe noch von Essence den So Glow. Und zwar den Highlighter, den möchte ich mir einfach mal noch ein bisschen heute drauf machen, aber nur ganz wenig. Ich habe da auch so einen ganz zarten, peachigen Ton genommen. Das ist die Farbnummer 20, Bright Up Your Life. Ja, das ist dieser hier, den gab es auch nochmal ganz normal transparent, also in weiß oder hell, je nachdem wie man es nennen möchte. Und diesen hier in dem rosigen Farbton, der ist auch ganz cremig. Ich zeige euch das mal, wenn man da also reingeht, das ist eine richtige Creme. Und ich mache das auch immer so, ich gehe nur einmal rein und dann trage ich mir das hier oben nur so ein ganz bisschen auf beide Seiten, was ich auf dem Finger habe. Und meistens reicht das auch. Ich habe mich jetzt für den Lippenstift entschieden aus der Essence-Serie auch. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist ja die Farbnummer 06 Frosted. Der ist wirklich ganz, ganz zart. Das ist wirklich nur was
so gerade für die Wintermonate. Man könnte ihn auch täglich als Pflegestift mit in die Tasche tun. Es macht immer einfach nur so einen ganz zarten, gepflegten Hautton auf den Lippen. Es nimmt so ein bisschen die Lippenfarbe ab. Das heißt, man hat also so ein bisschen von diesem Farbton drauf und ich finde, dafür reicht es. Ich mache den mal drauf. Im Übrigen ist er sehr butterig, muss ich sagen. Er ist ganz, ganz toll pflegend. Ich habe ihn jetzt schon bestimmt die ganze Woche auch benutzt. Und auch mal einfach nur so als Pflegestift, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen trockene Lippen. Er gibt immer so ein bisschen Farbe ab, aber er ist nie übertrieben. Und ich finde, es ist ein ganz schöner Farbton. Ich komme mal ein bisschen näher, ob ihr den sehen könnt. Ich gehe nochmal rüber. Und ich finde, gerade jetzt in der Winterzeit ist das ein ganz toller Farbton. Habe ich mich fertig gemacht und kann im Prinzip einkaufen fahren. Und ja, für mich reicht es so. Ich hoffe, dass es dem einen oder anderen mal ein bisschen weitergeholfen hat, wenn man sagt, Mensch, was mache ich eigentlich, wenn ich mal schnell irgendwo hin will? Ich will ja auch nicht so übertrieben aussehen. Und ich finde, mit so ein paar Sachen ist man relativ schnell fertig. Man hat so 10 Minuten, rucki zucki, wenn ich nicht so viel reden würde, dann geht es noch viel schneller morgens. Aber ich wollte es euch einfach mal zeigen und zeige euch auch noch mal ganz kurz die Handcreme, die ich jetzt auftragen werde, bevor ich losfahre. Die gab es auch jetzt im Dezember an der Essenstheke. Das war aus dieser Winter-Edition und zwar Winter Wonderful Handcreme. Man hat hier 100 Milliliter drin und die hat irgendwo unter 2 Euro gelegen. Ich glaube, irgendwo 1,58 oder so. Die war ganz günstig, aber die ist ganz toll. Ich trage die auch nochmal für euch auf, aber vorher dran wieder abwischen. So, ich halte es mal so rum. Die kommt auch ziemlich fest raus. Die hat auch eine schöne Konsistenz, gerade jetzt für den Winter, wie ihr sehen könnt. Ich verreibe die nochmal. Also ich habe die jetzt auch schon ganz lange gebraucht. Ich habe mir gleich 3 Tuben davon gekauft, also ein bisschen Backup für zu Hause. Und die macht echt eine schöne Hand. Also wie gesagt, die habe ich immer gerade hier so stehen mit, wenn ich irgendwas mache vor der Kamera. Dann hat man auch keine trockenen Hände, weil gerade die kleinen Tuben von Aldo Vandini oder so, die habe ich dann doch in der Handtasche und die war mir dann für die Handtasche ein bisschen zu groß. Aber die ist ganz toll. Könnt ihr mal ausprobieren. Die könnt ihr euch ans Waschbecken in der Küche oder sonst wo hinstellen. Die ist wirklich super. Und die habe ich jetzt bestimmt schon 4 Wochen im Gebrauch. Okay, das war's, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und alles Gute. Kommt gut durch den Winter.